Hallo liebe E-Bike-Freunde, heute habe ich ein SUV aus Italien für euch mitgebracht. Es ist das eVertiq FT-Type von Bianchi, das die Modellreihe erweitert, wo es vorrangig um Komfort und Touren geht. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Werfen wir zuallererst mal einen Blick auf den Alurahmen. Der hat schöne, feine Kanten, insgesamt Top-Verarbeitung auf den ersten Blick. Außerdem, wir haben hier ein eSUV voll gefedert mit RockShox Federelementen, also Dämpfer und einer sehr, sehr großzügigen Federgabel, die man so auch aus dem Mountainbike-Bereich kennt. Dem steht auch der Maschinenraum in nichts nach. Hier finden wir nämlich in der Mitte Bosch CX-Motor, also den drehmomentstärksten, den die Schwaben auf dem Markt haben. Ergänzt wird der Antrieb hinten durch eine SRAM-Kettenschaltung mit 12 Gängen, die auch an steileren Stücken die perfekte Übersetzung bietet. Gespeist wird der Motor aus einem Akku, der im Unterrohr sitzt, unter einer Kunststoffklappe und eine üppige Kapazität von 750 Wattstunden hat. Auch bei der Vollausstattung hat uns das Bianchi überzeugt. Zum einen mit sehr robusten, breiten Spritzschützern, Leuchtanlage perfekt mittig am Lenker montiert, leuchtet super aus und hinten gibt es sogar noch einen Gepäckträger, wo Satteltaschen montiert werden können. Dann werfen wir als nächstes einen Blick ins Cockpit. Hier finden wir neben Mountainbike-Griffen vor allem auch das mittig platzierte Display vor, was perfekt im Sichtbereich ist. Außerdem gut für Kontrolle, auch wenn es mal ein bisschen geländiger ist, ist der breite Lenker, der gut in der Hand liegt. So, dann ist die große Frage, wie fährt sich das Rad eigentlich? Die Sitzposition leicht sportlich, aber insgesamt sehr bequem. Dämpfungseigenschaften, haben wir vorher schon angesprochen, sind sehr, sehr hoch. Das heißt, hoher Komfort und sämtliche Schläge werden sehr gut absorbiert. Begünstigt durch 30 Kilo Gesamtgewicht ist natürlich die Laufruhe, Spurtreue sehr ausgeprägt. Die Agilität lässt aber trotzdem nicht zu wünschen übrig, weil durch die Lenkkontrolle und die insgesamt doch recht steife Rahmenkonstruktion das Rad sich sehr, sehr agil manövrieren lässt. Bei den Reifen haben sich die Italiener für Breite ohne Profil entschieden. Die haben ihre Stärken zweifellos auf Asphalt, rollen dort sehr widerstandsarm, zügig davon. Im Gelände muss man da allerdings Abstriche machen, da ist die Griffigkeit überschaubar. Wer also mit dem Rad wirklich Großes auf Trails vorhat, dem empfiehlt sich, welche mit Stollen drauf zu satteln. Für 5.549 Euro ist das eVertiq FT-Type von Bianchi zu haben. Die Note bei uns im Test war eine 1,5, also sehr gut. Wir können sagen, top ausgestattetes Bike, tolle Komfortwerte, sehr antriebsstark und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.